Zuge der grundlegenden Instandsetzung und Erweiterung des erzbischöflichen Generalvikariats wurden auch Eingangsbereich und Treppenhaus des Altbaus umgestaltet, unter anderem durch einen neuen Windfang und drei Fenster auf den Treppenabsätzen. Der Windfang bildet die für alle Eintretenden sichtbare Schnittstelle, die den öffentlichen Raum vom Verwaltungsgebäude des Generalvikariats trennt. Es lag nahe, diese exponierte Schwelle auszubilden und künstlerisch zu gestalten. Die Ikonografie der Glasbilder im Treppenhaus sollte auf die Lichtgestalt des heiligen Dom- und Bistumspatrons Liborius abgestellt sein. Schwierige, aber auch reizvolle Aufgaben, die man Professor Johannes Schreiter, Jahrgang 1930, einem der bedeutendsten zeitgenössischen Glasbildner, übertrug und der sie überzeugend umsetzte. Schon immer war Professor Schreiter der optimale Zusammenklang von Architektur und Glasfenster ein besonderes Anliegen. Was fasziniert ihn speziell am Werkstoff Glas? Ausschließlich das Licht und auch die Möglichkeit des Lichts, immateriell in Erscheinung zu treten. Licht, was möglichst wenig strukturierte Gläser durchdringt, verschafft diesem Werkstoff Glas tatsächlich Stofflosigkeit, und das interessiert mich. Die Tür ist die Visitenkarte eines Hauses. Der neue Eingangsbereich des erzbischöflichen Generalvikariats gibt uns eine Duftnote, wie wir unser Haus verstehen. Wir werden eingeladen, durch eine Tür durchzuschreiten, die uns ein Klammermotiv aufgibt. Dieses Klammermotiv ist für Professor Schreiter, der diese Tür entworfen hat, ein Symbol der sich zureichenden Hände. Menschen, die aufeinander zugehen, die orangefarbenen Klammern, die aufeinander zulaufen, geben uns den Sinn, hier sollen Menschen einander begegnen. Diese Tür zeigt uns durch den Bronzeton, dass wir hier verwiesen sind auf die Transzendenz. Wir studieren nicht Akten mit gefalteten Händen, aber hier wird verwirklicht das Ora et Labora, das Bete und Arbeite. Und wir arbeiten als Dienstleister für unsere Kirchengemeinde. Wie eingangs erwähnt, ist das in drei Bahnen gegliederte Gesamtbild dem Liborius-Thema gewidmet. Der Heilige ist zwar nicht figürlich dargestellt, sondern lediglich als abstrakte Linie, die aus einer Rechteckform wie aus einem in Stein gefassten Kastengrab förmlich aus dem Dunkel hervorbricht, zielsicher und gleichsam unaufhaltsam das bedrohliche Gitternetz darüber durchbricht, emporstrebend zum Licht, zu Gott. Der Glanz des Heiligen in Gelb und Rot erstrahlt quasi vom Grabe aus. In diesem Bild wird die ganze Spannung zwischen Tod, Dunkelheit und Licht, Helligkeit deutlich in der Anordnung der geraden, strengen Linien des horizontalen Gitterfeldes zu den frei aufschwingenden vertikalen Linien, die die Kraft des Heiligen symbolisieren. Schreiter schreibt dazu: Wir dürfen in der Gewissheit leben, dass sich die Seele, das heißt die eigentliche Person des heiligen Liborius, nicht mehr im Paderborner Schrein am Ort seiner sterblichen Überreste befindet, sondern zu Jesus Christus aufgefahren ist. Auch das zweite und dritte Glasfenster nimmt den Konflikt zwischen Organik und Konstruktion auf. In der Mitte der Spannungen steht der Mensch. Standhaft wie eine Säule hält er den Kontakt nach oben. Den Eckpunkt des letzten Glasfensters auf dem dritten Treppenabsatz bildet wieder eine in Gold getauchte Klammerform. Gleichsam haltend und beschützend, aber auch wohl offensichtlich noch einmal das Thema des Windfangs aufgreifend, um kraftvoll das Gesamtkonzept Ora et Labora
bete und arbeite zu beschließen.